Ich zeige euch heute einige Übungen, mit denen ihr der Entstehung von einem Hallux Valgus und einem Spreizfuß vorbeugen könnt. Die Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und sie trainieren vor allem die Vorfußmuskulatur. Für die erste Übung benötigst du einen Massageball oder alternativ auch einen Tennisball. Ich persönlich würde aber den Massageball vorziehen, denn dieser hat nämlich nicht nur eine trainierende, sondern auch gleichzeitig noch eine Massagewirkung auf die Haut. Du legst den Fuß jetzt auf den Ball und rollst mit dem Fuß auf den Ball vor und wieder zurück. Hierdurch wird nämlich nicht nur deine Vorfußmuskulatur trainiert, sondern auch gleichzeitig die Muskulatur deines gesamten Fußes. Das Ganze machst du pro Fuß 10 bis 15 Mal, bevor du den Fuß wechselst, und ich persönlich empfehle 3 bis 5 Durchgänge. Für die nächste Übung benötigst du ein Papiertaschentuch. Dieses legst du auf den Boden und greifst mit deinen Zehen danach. Heb jetzt das Papiertaschentuch hoch und leg es dann mit deinem Fuß auch wieder auf den Boden. Wechsel jetzt den Fuß und mach das Gleiche auch nochmal mit dem anderen Fuß. Wechsel immer wieder deine Füße ab und wiederhole das Ganze 5 bis 10 Mal pro Fuß. Für die nächste Übung nimmst du jetzt ein etwas dünneres Papiertaschentuch, denn diese Übung ist nämlich etwas schwieriger als Übung Nummer 2. Du nimmst jetzt, wie gesagt, ein dünneres Papiertaschentuch, legst es auf den Boden, greifst es mit beiden Füßen und versuchst es zu zerreißen, indem du nämlich deine Füße auseinanderziehst. Wie du siehst, ist es nicht ganz einfach, deswegen empfehle ich dir wirklich am Anfang wirklich ein dünneres Taschentuch zu nehmen, denn hier werden wirklich deine kompletten Muskeln von der Vorfußmuskulatur aktiviert und wenn du ein bisschen trainiert bist, dann kannst du das nachher auch noch mit einem dickeren Taschentuch machen. Übertreib's beim ersten Mal nicht. Ich würde dir empfehlen, am Anfang nicht mehr als 10 bis 15 Stücke zu zerreißen. Die Übung Nummer 4 ist nun auch wieder ein bisschen kniffliger. Hierzu nehmt ihr einen Stift und legt diesen auf den Boden und ihr greift diesen Stift mit euren Zehen. Hebt den Stift nun an, hebt ihn in die Luft und legt ihn wieder auf den Boden ab. Wie ihr jetzt gleich sehen könnt, ist diese Übung auch gar nicht so einfach, weil ihr hier wirklich auch wieder alle Muskeln im Vorfuß aktivieren müsst. Wer möchte und das Ganze noch steigern will, der kann auch anstelle von einem Stift eine Münze nehmen. Ihr werdet aber schnell merken, dass die Münze nochmal um einiges schwieriger zu greifen ist als der Stift. Die Übung Nummer 5 nenne ich Fußwippe. Hier ist es ganz gut, wenn ihr euch in die Nähe von einem Tisch oder einen Schrank hinstellt. Auf jeden Fall irgendwo, wo ihr euch ein bisschen abstützen könnt, damit ihr nicht das Gleichgewicht verliert. Geht hoch auf die Zehenspitzen und haltet diese Position für ca. 5 Sekunden. Dann geht ihr wieder in die Ausgangsposition und dann verlagern wir das Ganze nach hinten auf die Fersen und hier halten wir die Position auch noch einmal für 5 Sekunden. Mit dieser Übung wird nicht nur die Vorfußmuskulatur, sondern auch die Wadenmuskulatur trainiert. Ich empfehle euch, diese Übung ca. 10 Mal zu wiederholen. Übung Nummer 6 ist für alle geeignet, die eine Treppe zu Hause haben. Stell dich mit deinen Vorfüßen auf die Treppe und verlagere dann dein Gewicht nach hinten in Richtung der Fersen. Halte diese Position für 5 Sekunden und dann verlagerst du dein Gewicht wieder nach vorne auf den Vorfuß. Am besten ist es, du hältst dich am Treppengeländer fest, weil du hier schnell das Gleichgewicht verlieren kannst. Wiederhol das Ganze circa 10 Mal. Für die letzte Übung benötigt ihr ein Hilfsmittel und zwar ein kleines spezielles Trainingsband für den Hallux Valgus. Legt dieses Band um die beiden großen Zehen herum, drückt die Fersen aneinander und jetzt zieht ihr nur die beiden großen Zehen auseinander. Macht das Ganze ca. 15 Mal, setzt die Füße ab, macht eine Pause und dann könnt ihr das nochmal 3 bis 5 Mal wiederholen. Hier wird, wie man sieht, vor allem die Muskulatur vom großen Zeh aktiviert.
Das waren unsere 7 Fußgymnastikübungen gegen Hallux Valgus und Spreizfuß. Wichtig ist, dass du die Übung regelmäßig, am besten täglich anwendest. Ich freue mich, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr die Übung fandet, und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid.